Hallo, hier ist Frances Herdes. Am Wochenende habe ich eine ganz interessante Frage bekommen. Und zwar, kann ich mich auch zu sehr schützen? Wenn es um den physischen Schutz geht, da habe ich sofort an meine Kindheit zurückgedacht, nämlich wo wir als Kinder draußen im Garten, draußen im Wald, im Sandkasten spielen. Und von klein auf habe ich immer mitbekommen, geh am besten raus, spiel auch mal im Dreck und die Kinder stecken sich dann ja auch gern mal Sand in den Mund. Ich weiß, wir waren mal als Familienurlaub in Frankreich in den Dünen und da habe ich dann mir ganz schön viel Sand in den Mund gesteckt als Kind und meine Mutter erzählte mir dann, sie musste mich dann kopfüber halten, dass der ganze Sand da wieder rauskommt. Das ist, glaube ich, womit viele Menschen aufwachsen und was sich in den letzten 2, 3 Jahren doch ganz schön geändert hat, dass wir uns mehr zurückziehen mussten, dass wir mehr für uns sein mussten, um uns zu schützen, dass wir ja nichts Böses von draußen mitnehmen. Und vielleicht bist du auch so aufgewachsen, dass du gerade als Kind, aber auch als Erwachsener, dass du dich öfter mal rausbegibst, dass du dich nicht zu sehr zurückziehst. Denn wenn wir uns den physischen Körper angucken, das Immunsystem lernt ja gerade dadurch, dass wir viele Kontakte haben, dass wir als Kinder schon mit den Matschpfützen aufwachsen und auch mal im Dreck spielen, denn dadurch wird unsere Abwehr so richtig trainiert. Und einige waren natürlich gezwungen, in den letzten 2, 3 Jahren sich ganz besonders zu schützen und sehen das vor allen Dingen in diesem Herbst und Winter und auch Frühjahr, dass sie dann quasi alles aufholen, wovor sie sich geschützt haben im letzten, ja, in den letzten 2, 3 Jahren. Vielleicht bist du da anders aufgewachsen. Schreib gern deine Gedanken wie immer unter dieses Video. Das ist nämlich ein spannendes Thema. Auch wenn wir uns zum Beispiel ganz oft die Hände waschen oder wenn wir uns schützen mit allen möglichen Sachen. Was ist zu viel Schutz und wie kannst du dich optimal schützen, dass du trotzdem dann nicht alles Mögliche mitnimmst auf dem Weg? Eltern mit kleineren Kindern kennen das ganz besonders. Wenn die in der Schule oder im Kindergarten sind jeden Tag, dann erwischt es die ganze Familie in regelmäßigen Abständen. Was ist aber jetzt zu viel Schutz, in Anführungszeichen, oder wie kannst du dich optimal schützen? Ich selbst habe in den letzten Jahren, ich habe ja viel im Krankenhaus auch mitbekommen, als ich die 6 Jahre Medizin studiert habe und wie da gereinigt und geschützt wird. Und ich schaue ab und zu gerne so mittelalterliche Serien oder sogar aus der Wikingerzeit und recherchiere da immer so ein bisschen. Da war ja zum Beispiel die Kindersterblichkeit sehr, sehr hoch oder dass wenn die dann mal so eine Wunde hatten, dass es sie richtig erwischt hat und sie auch daran sterben konnten. Und was ganz interessant ist, was ich da herausgefunden habe, ist, dass früher in mittelalterlichen Zeiten, aber auch noch ein bisschen früher, dass da viele Frauen hatten ja die Herausforderung mit Schwangerschaft und Geburt und da gab es quasi so inoffizielle Studien, die Ärzte und auch Hebammen haben das beobachtet, dass wenn zum Beispiel Ärzte oder Hebammen eine Geburt nach der anderen gemacht haben, gerade in so Spitälern, dass dann an diesen Orten mehr Frauen nach der Geburt gestorben sind. Und der ganz einfache Grund eigentlich, weil sich die, die geholfen haben bei der Geburt, dann nicht die Hände zwischendurch gewaschen haben. Und wenn irgendeine der Frauen in dieser Reihe von Geburten, die sie so täglich hatten, dann irgendwas hatten, was sie auf andere übertragen konnten, dann haben das auch gesunde Frauen bekommen, weil natürlich durch so eine Geburt dann auch eine riesige Wunde entsteht, wenn sich die Plazenta und alles dann ablöst. Aber das nur am Rande. Aus dieser mittelalterlichen Zeit gibt es ja auch ein ganz spannendes Rezept von 4 Kräuter- und Gewürzhändlern, die haben sich genau diese Frage auch gestellt. Wie können wir uns schützen und wie können wir gleichzeitig, ja, die hatten so ein bisschen ethisch nicht so gute Hintergründe, die wollten nämlich ziemlich reich werden. Und zu der Zeit ging dann gerade die Pest rum und die haben dann so ein Rezept entwickelt, das ist auch heutzutage noch überliefert, das Vier-Diebe-Rezept. Und die kannten sich ziemlich gut mit Kräutern und Gewürzen aus.
Die hatten da dann, ja, haben sich von Kopf bis Fuß einbalsamiert und sogar solche Atemschnäbel gebaut. Und da haben sie so Pflanzen und Kräuter verwendet wie Eukalyptus und Zimt und Zitrone und Rosmarin und haben da von Kopf bis Fuß sind die dann einbalsamiert in die Häuser der Pestopfer gegangen und die dachten sich, ja, das brauchen die ja eh nicht, wenn die meisten das nicht überleben und wir können damit ziemlich reich werden. Das ist der Ursprung von diesem mittelalterlichen Vier-Diebe-Rezept und das kannst du mal in die Suche eingeben zum Beispiel. Das ist ein sehr schützendes Rezept. Was ich mir über die letzten Jahre angewöhnt habe, ist, dass an diesen zwei Beispielen siehst du, dass das ist schon wichtig, dass wir uns regelmäßig schützen und reinigen, sowohl physisch, also im Körper, als auch energetisch, dass wir nicht wie so ein Mülleimer sind und alles Mögliche aus unserer Umgebung einsammeln. Andererseits aber trainiert das natürlich unseren Körper und auch unser Energiefeld sehr gut. Das heißt, wenn du, gehen wir mal in den energetischen Bereich, wenn du sehr feinfühlig bist und wenn du zum Beispiel in einen Raum kommst und du spürst sofort die Energie, die Gedanken, die Gefühle oder was an diesem Ort geschehen ist, energetisch, da liegt quasi etwas in der Luft, dann hilft dir das durchaus dabei, dass du deinen energetischen Muskel entwickelst. Und dass du lernst, nicht alles an dich heranzulassen oder nicht alles als deine eigene Energie quasi wahrzunehmen, sondern auch unterscheiden zu können. Ah, okay, ich komme jetzt hier in diesen Raum und da sind verschiedene Sachen zum Beispiel geschehen oder verschiedene Menschen mit verschiedenen Gedanken oder Gefühlen, die jetzt in dieses Energiefeld von dem Raum gehen. Und da ist es gut zu beobachten und gleichzeitig aber sich nicht abzuschotten. Es gibt ja einige energetische Übungen oder im Physischen haben wir das auch mit den ganzen Beschränkungen erlebt, wo wir dann einfach nur zu Hause waren. Man kann sich auch zu sehr abschotten, energetisch oder physisch, dass dann das Immunsystem oder das Energiefeld, das du hinterher gar nicht mehr unterscheiden kannst oder gar nicht mehr trainiert bist. Hier, das beobachte ich mal, da bin ich achtsam, da schütze ich mich versus das, was du brauchst zum Trainieren, also die verschiedenen Energien mal reinspüren, wie kannst du die transformieren oder die verschiedenen Erreger, die so im Physischen sind, damit kannst du deinen Körper und dein Immunsystem sehr, sehr gut trainieren und transformieren. Und deshalb, was das den physischen Schutz angeht, habe ich mir angewöhnt, ich nutze die Kraft der Pflanzen, denn die haben auch die natürliche Intelligenz, dass sie unterscheiden können, was stärkt uns, was brauchen wir zum Beispiel als natürliches Mikrobiom. Diese ganzen Desinfektionsmittel für die Hände zum Beispiel oder so Bodylotions und Cremes, Handcremes und so, die alles Mögliche abtöten, die, wenn die künstlich hergestellt sind, dann können die oft nicht unterscheiden, was gehört eigentlich auf die Haut als natürliche Schutzschicht, das ganze Mikrobiom, und was ist besser da rauszureinigen, was uns schaden könnte. Und deshalb verwende ich seit Jahren verschiedenste ätherische Öle und Pflanzen, dass ich mich zum Beispiel meine Haut stärken und schützen kann, den Körper stärken und schützen kann, dass ich wie so ein Feld der Reinigung und des Schutzes um mich herum habe, aber ohne dass ich mich komplett abschotte. Vielleicht verstehst du, was ich meine, kommentier gern. Vielleicht habe ich es auch zu umständlich ausgedrückt. Es gibt nämlich viele gerade energetische Übungen oder ebenso Desinfektionsmittel, die alles platt machen, einfach alles. Gibt es Übungen, wo du lernst, wie du dich so richtig abschottest? Also energetisch zum Beispiel, dass du dann so in deiner eigenen Glocke hängst, dass du dich gar nicht mehr verbunden fühlst mit der Welt um dich herum. Genauso ist es ja auch passiert, viele Menschen leiden da heutzutage noch drunter, dass sie sich so sehr physisch abschotten mussten in den letzten 2, 3 Jahren. Das ist einfach, ja, dass sie zu viel im eigenen Saft schmorten. Und deshalb finde ich immer die Balance ganz gut, dass du durchaus unterscheiden kannst, was kommt da von außen, energetisch oder wie kann ich mich physisch schützen, aber gleichzeitig auch mein Immunsystem trainieren. Und das eine, was du machen kannst, das habe ich schon erwähnt, das mittelalterliche Vier-Diebe-Rezept. Es gibt ja auch,
Das finde ich auch das Schöne an den letzten 2, 3 Jahren, dass viele von diesen alten Rezepten wieder hervorgekommen sind. Zum Beispiel, was man mit Knoblauch alles machen kann oder Weihrauch oder wie man selbst fermentieren kann, um das Darmmilieu und das Immunsystem zu stärken. Also all diese alten Rezepte, die es eigentlich schon mal gab, die uns verbunden sein lassen mit dem Außen, also mit der physischen Welt, dass wir unter die Menschen gehen, dass wir die Sachen machen, die wir machen wollen, aber gleichzeitig unser Körper auch stark genug ist, dass er dadurch trainiert werden kann, dass das Immunsystem dadurch besser werden kann und wir uns nicht wie in so einer Glocke abschotten müssen. Genauso energetisch, wenn du lernst, dass du Energien spürst in dir und um dich herum und wenn du lernst, regelmäßig zu reinigen. Da gibt es zum Beispiel sehr gute Übungen mit goldenem Licht oder vielleicht kennst du auch die violette Flamme und die helfen dir zum Beispiel, abends mache ich das immer, die violette Flamme nach Saint-Germain innerlich. Das hilft mir so ein bisschen zu reinigen, so ein bisschen auch unterscheiden zu lernen. Okay, das sind vielleicht Energien, das habe ich heute alles erlebt oder gespürt. Und das bringt mich wieder in meine eigene Energie gerade abends, dass ich dann unterscheiden kann, okay, das sind energetische Sachen, die darf ich in mir selbst noch transformieren, versus das sind Sachen, die ich mir vielleicht aufgeladen habe, wo so eine einfache Reinigung dann reicht. Und bei all dem bin ich dann gleichzeitig aber nicht abgeschottet, energetisch oder physisch, sondern auch voll verbunden. Und ich gebe dir 2 duftende Tipps, wie du verbunden sein kannst und trotzdem so eine Aura des Schutzes um dich herum haben kannst. Das eine ist das Vier-Diebe-Rezept in Form der Essenzen, in Form der ätherischen Ölmischung. Die heißt die Diebe, benannt nach diesem Vier-Diebe-Rezept. Und da mache ich zum Beispiel, bevor ich aus dem Haus gehe, ich hatte jetzt am Wochenende gerade, war ich auf der Lebensfreudemesse wieder und diese Woche, da habe ich einige Vorträge noch. Und ich liebe es einfach, vor Ort mit den Menschen zusammen zu sein. Und gerade in der kühleren Jahreszeit, jetzt wird es ja so langsam wieder wärmer, dann nehme ich mir so einen Tropfen dieses antiken Vier-Diebe-Rezeptes und dann salbe ich mir die Fußsohlen und den Hals, alles gleichzeitig am besten. Und dann gehe ich so ein bisschen um den Körper herum, kannst es auch direkt auf den Körper auftragen. Und das ist auch ein super Geheimtipp, wenn du Kinder hast oder Enkelkinder, die täglich in der Schule, im Kindergarten sind. Da kannst du dieses Vier-Diebe-Rezept einfach in deinen Diffuser tun. Das ist so ein Verdunster für ätherische Öle. Und dann kannst du über Nacht die ganze Luft reinigen. Und ist auch wunderbar, um tief durchzuatmen, um gut zu schlafen. Das mache ich zum Beispiel abends immer, auch wenn ich jetzt am Wochenende wieder unterwegs bin. Da nehme ich mir dann meinen kleinen Reisediffuser mit und dann reinige ich abends und über Nacht so die ganze Luft und kann dann so richtig schön diese mittelalterliche Vier-Diebe-Mischung einatmen. Ich habe dazu vor nicht allzu langer Zeit auch ein spezielles Video gemacht. Das Geheimnis der Diebe, die dir stehlen, was du nicht brauchst, das findest du auch auf meinem YouTube-Kanal. Und eine zweite spezielle Anwendung zeige ich dir, wenn du speziell dich energetisch schützen möchtest, aber gleichzeitig dich nicht abschotten willst. Und zwar ist das eine sehr, sehr schöne Schutzölmischung, die heißt White Angelica. Viele sagen auch der weiße Schutzengel dazu, weil da nämlich Pflanzen drin sind. Da spürst du, wenn du sehr feinfühlig bist, tatsächlich, wie wenn sich die Flügel eines rein weißen Schutzengels über dir entfalten und dich schützen und gleichzeitig verbunden sein lassen mit allem. White Angelica, das geht so raus aus der Gewürzecke, die die Kräuterhändler im Mittelalter hatten und mehr so ins Blumige, Süße, aber gleichzeitig Erfrischende. Und hier ist die Anwendung ganz ähnlich wie mit der physischen Mischung. Du nimmst dir einfach einen Tropfen von White Angelica und dann kannst du das in deiner ganzen Aura verteilen. Und es gibt auch natürlich einige spezielle energetische Übungen, die du dazu machen kannst. Die zeige ich in meinem Kurs Duftende Transformationen. Findest du auf meiner Seite lebeduften.de.
Da machen wir speziell so geführte Meditationen und Schutzübungen und schauen uns an, was haben die Menschen im Mittelalter gemacht, was können wir heutzutage machen, bis hin eigentlich zu den alten Ägyptern, die ja auch schon sehr viele von diesen schützenden Rezepten und Ritualen hatten. Das als kleine Inspiration für dich heute. Und wenn du magst, schreib gern deine Gedanken hier unter das Video. Kann man sich zu sehr schützen? Kann man es auch übertreiben? Oder kann man geschützt sein und gleichzeitig mit allem verbunden sein? Freue mich auf deine Antworten, freue mich auf deine Gedanken oder vielleicht hast du auch Übungen, die du machst. Und wir beschäftigen uns weiter mit diesen antiken Salbungen und auch, was unserem Körper und unserem Energiefeld gut tut in den nächsten Videos. Alles Liebe, viel Spaß beim Anwenden und wir sehen uns morgen wieder.